Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Shadowrun Dragonfall. Wir sind noch immer auf unserem ersten Run mit unserer Deckerin Yuna und unserer Crew, Glory, Dietrich und Monika. Unsere ersten Fights haben wir hinter uns gebracht. Und jetzt ist es an der Zeit, was ist das hier eigentlich? Konnte ich nur im Kampf benutzen, theoretisch. Da war irgendwas Giftiges drin. Na, jetzt ist es auf alle Fälle Zeit, den Run zu Ende zu bringen, denn es ist ja an einen anderen Ort reisen, bestätigen ja. Es ist so ein Rein-Raus-Weiter-Ding. Wir machen den Diebstahl. So far so good. If you skirmish for security, set off any alarms, you don't hear them. Monika leads the rest of the team downward into the basement of the Harfold Manor. Your payday is waiting. The dead world lies ahead. Also, wir machen uns auf ins unterste Stockwerk, wo wir Daten aus einem Datenspeicher holen sollen. Jetzt werden wir fast Shadowrun wieder abgeschmiert. Das hatte ich bei meinem ersten Let's Play zur ersten Kampagne auch dauernd. Aber es scheint stabiler zu sein. Und es wird auch noch automatisch gespeichert. Sehr schön. So. That's a big freaking vault, Liebchen. Liebchen? Nice. Bigger than the one on the schematic. The schematic didn't have a date. Our clients may have old intel. Still, our instructions were clear. The data we're looking for should just be on the other side of the store. Monika combs her hands through her hair, parting it into reveal the black plastic sheet of a data jack. This one. A quick jaunt into the matrix. A little digital hand waving and I'll have this thing wide open. Be right back. Gut. Also, Monika macht sich hier auf. Eager, hold on, Monika. Who's in charge while you're jacked in? Monika rolls her eyes. Dietrich fixes his stare intent on the vault door. Grover looks cold and distant, just as she always does. We've been through this before, Eager. You are not in the KSK anymore, and the chain of command nonsense doesn't fly in the shadows. We don't need rules and regulations to guide us. The same principles that apply to the flux state. Please, spare me the lecture. Your politics have nothing to do with this. Best get used to it, Eager love. Look, it's a simple question. Years of experience tell me that it needs an answer. So, und da kommen wir wieder ins Spiel. Was können wir mit Decking machen? Why don't I take a crack at the door instead? Let me show what I can do. Ja klar, versuchen wir es mal. Monika smiles but shakes her head. No offense, Yuna, but this is my team. And at least for now I handle the grid work. Then you need a second in command. Come on, Monika. Put someone in charge and let's get on with the mission. Monika stares at the screen on her wrist for a moment, clearly irritated. Then the twinkle appears in her eyes again. She smiles at you as you speak into a comlink. Very well, we'll do this on Eager's way. While I'm jacked in, Yuna is in charge. There is a pause. The Eager's voice crackles out of the comlink again. Yuna, did I hear you right? You're putting the rookie in command? Listen, Eager, you asked for a decision and you got one. This is ridiculous. I know that this is a joke to you, Monika, but I'm telling you, Eager, the decision's made. You have your answer. Acknowledged. Sorry about that, Eager can be inflexible, the legacy of a long military career, but she knows what she's doing and she means well. No sweat, I'll buy you a beer and talk it out after the run. Good Frau. Schönes Deutsch-Englisch hier. Eager's skills and appearance are invaluable to this team. It would be good to have you on your side. Okay, enough chatter, let's get this done. Monika turns towards the door, fingers poised on the controls of her cyberdeck, then glances back at you with a grin. See you on the other side. Then she punches it, projecting her consciousness into cyberspace, her fingers harmonizing in the smooth rhythm staccato that only an expert decker can achieve. So, ihr habt's gemerkt, es gibt wieder haufenweise Dialoge und das wird auch das ganze Spiel über sie bleiben. Und ich werde die nicht alle eins zu eins übersetzen. Wow! Without warning, Monika's back arches violent and her head jerks back, silencing her terrible screams. Muscle spams ripple through her face and her jaw snaps shut, then a mist of blood spraying from between her teeth. You look down to see a nub of pink flesh hit the floor, the tip of her tongue. The room explodes into action. Glory leaps towards Monika, her hand outstretched to yank the cord from her data jack. Dietrich surges forward to wrap the team's fallen Decker in a bear hug, holding her against the convulsions that wreck her body. With Monika's unearthly scream still ringing sharply in your head, you're only dimly aware of the door, slamming shut behind you.
So, was machen wir? Wir ziehen den Stecker. While Glory holds Monica's head steady, you snatch the cord that connects Monica's data jack to her cyberdeck. Without a moment hesitation, you give a solid yank and the cord comes free. A wisp of oil blue smoke traces its way from her data jack to the ceiling. The commingled scents of charred meat and ozone fill the air. You've seen the effects of biofeedback before, but nothing like this. Suddenly, Monica's. Ach du Scheiße! Monica's eyes flutter open. Muscle tremors continue to distort her face and blood oozes between her lips. You see the muscles in her jaw tensing and the look of concentration in her eyes. She struggles to speak. Talk to me, Monica. What are you trying to say? Slowly, painfully, Monica wrestles her jaw open. The blood welled up in her mouth, coming pouring out in a slick, covering her chest. She expelled thick guttural sound that might be a word. Satisfied, she closed her eyes and forced her mouth to make the shape she needs. Fear! With an effort, Monica opens her eyes again and meets yours. You see pain and fear in the gaze and something else. Hope? Feuerschwinge! Uh-oh. Then a sudden spasm jerks Monica's head back again. She grunts, then her chin drops to her chest and her head lolls to one side. Her eyes fixed on an object in the next room, a computer terminal. The soft light of a cursor blinks on its recessed screen. Slowly, she attempts to speak again, but the only sound that emerges is a long, strangled croak. A look of resignation washes over Monica's face, and she stops fighting. Her gore-slicked jaw goes stack, and she dies. Okay. Aber wir haben jetzt keine Zeit, um uns hier aufzuhalten. Monica, no, this isn't happening. This can't be happening. We've got hostiles. This clearly isn't a data vault. We need to get out of here fast. Ja, aber dafür müssen wir erstmal uns den Weg freischießen, wenn ich es richtig sehe. Ich bringe mich hier erstmal ein wenig in Sicherheit. Und zahlt sie einen gezielten Schuss aus auf die Entfernung? Naja, versuchen können wir es. Na, nicht getroffen. So, Glory könnte sich gleich mal bis hierher in volle Deckung vorarbeiten. Und Dietrich am besten ebenfalls gleich daneben. Ich hoffe, die haben keine Granaten mit dabei. Ja, okay. So, wir sind wieder dran. Ich könnte mich da hier in die Mitte stellen. Von da habe ich sicherlich eine bessere Schussposition. 77%, ja. Sehr gut, ein Crit. So, und Glory mit ihren Klauen. Okay, hat jetzt Bleeding Damage. Und gleich noch einen hinterher. So, Dietrich. Die Wurfmesser oder. Vielleicht sollten wir jetzt mal Magie einsetzen. Health sieht bei uns noch ganz gut aus. Electro Core. Nice one. Okay, er schießt nicht auf Glory und er läuft noch dazu weg. Dann würde ich vorschlagen, Glory, du gehst ihm hinterher und machst den alle. Und da geht er down. So, das Terminal ist active. Sind hier noch mehr Leute im Raum? Whatever, ich versuche mich hier nochmal zurückzuziehen. Terminal. MCPS Building Maintenance Software 1.01. Command Line Interface. Internal Memory Checksum Invalid. Una. Okay. Dietrich scans the room nervously. They've sealed the door behind us. We've got to find another way out of here. What are you doing? I think Monica may have inserted a bug into the system before she died. What is it for? Something tells me you're going to have more company soon. I don't know yet. Watch my back while I figure this out. Text continue to scroll down the terminal screen. A problem has been detected with a core component of MCPOS. Restore MCPOS to factory default settings. Yes, no. Warning, restore process will take several minutes to execute. Connected doors and peripherals will be disarmed when complete. Wie? So, 0% complete. Also wir fahren jetzt, wir setzen das System auf Werkseinstellungen zurück. Das hat Monika anscheinend während ihrer kurzen Zeit in der Matrix gemacht. As you watch, the number of the screen slowly begins to climb. This is going to take a while.
You glance down at the second screen to see the facilities on high alert. In place of a simple data vault, it seems you have stumbled upon some kind of massive underground complex. A map of the holdfast grounds indicates that security forces are en route from multiple angles. The door is currently being rebooted by the systems resource processing a flash at dull red. If you're reading this display correctly, the only exit from this room is the holdfast old servants entrance on the western side of the building. What's going on down there, Rookie? Talk to me. Sie ist militärisch. Eager, next extraction point. Hold up, where's Monica? Down, we'll be exiting via an old servants entrance to the west of the main ground. I need you to keep that exit clear. Roger that. Rory, what's the plan, Yuna? I save as I enter the room, Monica found a way to open the doors. Monica found a way to open the doors, but it's going to take some time. Of course she did. Thanks to her, we might get out of here alive. Now let's find some cover and wait for the doors locks to disarm. Dietrich, thank you, Liebchen. Also zwischen den beiden hat sich was abgespielt anscheinend, so ein bisschen. So, survive for 10 turns. Okay. Na, dann bin ich gespannt, wo die herkommen. Hier könnten wir eventuell etwas für uns oder gegen uns benutzen. Ich überlege noch gerade, ich verschanze mich hier erstmal am besten drüben bei Glory. Und Dietrich sollte am besten in der Nähe bleiben, aber auch nicht zu nahe für den Fall, dass wir hier ja, bald ordentlich Company haben. Achso, also hier hat sich noch nicht viel getan. Hier gibt es auch nichts, was ich irgendwie noch holen könnte. Hier geht es wirklich ums reine Überleben. Ach du Schande, ich komme von hinten mit einer Drohne. Gut, in dem Fall geht Yuna hier in volle Deckung. Ich schieße mal ganz normal auf die Security Drone hier. Na, ja, war ja klar. Glory. Kann die hier auch noch in Deckung gehen? Nee. Das heißt, sie. Sie zieht sich hier mal an den Rand der Tür zurück. Und Dietrich sucht auch hier. Oh Mann, komm her. Da sollst du. Nein, da sollst du hingehen. Das ist jetzt gerade. Ihr seht das, er lässt mich nicht so. Guter Schuss. Und da von der Ostseite kommen auch noch zwei. Das kann ja heiter werden. Und Dietrich hat hier ein ernsthaftes Problem. Das heißt, er sollte jetzt erstmal seinen Heilspell Wunde heilen. Den gesamten erlittenen Schaden des letzten Angriffs. Und zwar auf sich. Das war jetzt schon mal nicht so schlecht. Braucht minus 20. Okay, da kann er jetzt nichts mehr machen. Hätte er noch. Ah, wir können uns ein Elementar rufen, das ist gut. Und zwar rufe ich den hier hin. Naja, das sieht doch gut aus. Er heißt Erdbeben. Was kann er? Kann er was? Keine Ahnung. Er zieht auf alle Fälle mal die Aufmerksamkeit auf sich. Das ist schon gut genug. So, Glory, bitte. Kannst du den Security Guard mal hier ordentlich aufschlitzen? Na, der ist schon ein härteres Kaliber. So, und Yuna, du hast nicht zufällig eine Splittergranate. Wenn ich die gut time, sodass nur die beiden hier drin stehen, wäre das eine Möglichkeit. Aber sie wirft an die komplett falsche Stelle. Na super. Oh, und alle gehen hier auf Dietrich. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Oh, was war das denn? Neutraler Zug. Was ist das? The figure looping toward you is big, even for an orc. The majority of his body is sheeted in a suit of heavy overlapping plates. What you can see of his face looks raw and slick, like old scar tissue stretching tight over his skulls. He wears an expressive of supreme confidence.
Alright, friends, playtime's over. All you Shadowrunners are the same. Skulking, sneaking, steal a vase or two from a museum, no harm. Maybe I'd let you scamper away into the night. But now it's too late for that sort of generosity. Visitors aren't welcome down here. Drop your weapons and surrender. That military-grade armor he's wearing, Yuna, hardened against small arms fire. We'll have a tough time getting through it. I'm less concerned about the armor than I'm about the minigun. Those things can tear a man in half. Ach du Scheiße, ey. Jetzt kommt ja noch der Kommandant. You have 3 seconds before I open the hose. Step out here and surrender, and I promise I'll make this easy. Naja, ich möchte nicht unbedingt gegen ihn kämpfen, ehrlich gesagt. How about you drop your enormous gun and step over here instead? Funny, you're a funny lady. The orc's gauntlet fists his titans and you hear the distinctive whir of his vindicator's motor spinning up to speed. The bells begin to blur as he wheels the weapon to face you. Uh-oh. Das könnte zu einem klitzekleinen Problem werden. Ich würde mich ja gerne nochmal heilen. Aber das wird wohl nix. Ich könnte mir versuchen, hier noch mit dem Elektrochor. Ich habe nicht genügend Mana. Yuna, hast du noch was zum Heilen über? Na, immerhin etwas. So. Und jetzt bitte nochmal die Security Guard angreifen. Der nervt nämlich. Und da ist er down. Das ist ja schon mal etwas. So, Yuna zielt auf die Drohne. Trifft aber nicht. Ja, sie ist nicht die beste Schützin. Und Dietrich mit dem Wurfmesser könnte eventuell hier... Ne, kann auch nichts ausrichten. Ich habe nur 4 AP. So, das Elementar bleibt bestehen. Ja? Sehr gut. Dann greifen wir mal an. Naja, hat zumindest die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und er setzt sich hier gleich... Er geht hier ein bisschen in Deckung. Also diese Kämpfe, diese taktischen, sind ja wirklich ganz nett hier. So, nutzt was, wenn ich in einen gezielten Schuss... Ja, 96% Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, getroffen. Und gleich noch einen hinterher, aber der war normal und somit verfehlt. Und Glory, perfekt, kümmert sich um die Drohne. So, Dietrich kann von hier aus nichts ausrichten. Sollte sich allerdings in eine gute Position bringen für den Fall, dass der Captain hier bald vorbeischaut. So, hoffen wir, dass das Elementar weiterhin bestehen bleibt. Ja. So, ein Crit, das ist gut. Wir nehmen hier Schaden beim Elementar. Und der Captain ist hier. Das könnte jetzt schwierig werden. Habe ich noch... Ne, Granate habe ich auch keine mehr. Ja, nachladen sollte ich auch bald. Andere Waffe habe ich ja keine mit. Ne. Na super, aber dafür sollte ich ihn jetzt hier zumindest vielleicht treffen können. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir seine Aufmerksamkeit leider. So, Glory. Läuft man bis hierher in Deckung. Okay, es könnte auch noch weiterlaufen. Um sich, aber wenn ich mich hier hinstelle, dann kriegt sie voll die Minigun ab. Das könnte ungemütlich werden. So, und Dietrich können wir den paramilitärischen Heini ausschalten. Oder ich könnte jetzt nochmal auf Heilung gehen oder einen Electro-Core wirken. Achso, nee, kann ich eben nicht mehr. Ich könnte noch... Ich kann auch nicht den Fetisch nutzen. Super. Ich kann hier gar nichts mehr, außer mich nochmal heilen. Das hebe ich mir aber nochmal eben auf. Okay, dann lassen wir das bleiben. Was kann er? Blade Distraction. Aim Throw. Wir müssen erstmal die Kleinen hier ausschalten, nach Möglichkeit. Jetzt ist die Fluchtwahrscheinlichkeit für das Elementar schon bei 14%. Aber er bleibt noch immer da. Wir brauchen, haben nur noch 4 Turns, die wir überleben müssen. Ist ja schon mal etwas. Okay, und seine Rüstung ist hier wirklich dick. Der heilt sich auch noch. Oh Mann, muss das sein. Und eine Granate. Da ist die
wird von da drüben auch noch welche kommen. Ja, okay, nur eine Drohne, das geht ja noch direkt. Ja, die Pistole, die richtet hier eigentlich nichts aus. Bleibt mir nichts anderes über, als in den Nahkampf zu gehen. Dafür ist er jetzt wenigstens... Der ist noch immer nicht down. Ja, stirb halt. So, Dietrich, hast du noch eine Granate zufällig einstecken oder sowas? Nö. Nö, hat er nicht. Super. Ja, dann halt auf die... Achso, und da hat er keine Line of Sight hin. Na, super. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Hier direkt hinzugehen ist aus meiner Sicht ziemlicher Selbstmord. Aber... Nutzt dir nichts, ich muss in die Line of Sight kommen. Ja, und immerhin 4 getroffen. Okay, die Minigun, die rockt hier wirklich ordentlich rein, das ist ungemütlich. Gut, Yuna geht auf die Seite und kümmert sich um die Drohne. So gut sie das halt irgendwie hinkriegt. So, Glory könnte... Hat hier keine Skills mit der Kralle. Aber die Kralle ist halt am besten bei Street Sams, die sind das gewöhnt. Hoffen wir mal, dass ihre Panzerung dick genug ist, um ein bisschen was von der Minigun auszuhalten. Na, super. So, langsam gehen uns hier die APs aus. Also die Mana-Punkte. Unser Elementar bleibt trotzdem noch drauf. Schön. 6 Schaden hier. 10 Schaden für Yuna. Ach du Schande. Da bräuchte ich, glaube ich... Nein, nicht das Trauma-Kit. Medikit habe ich... Achso, das habe ich ja schon für Dietrich verbraucht hier. Na super. Und sie trifft halt gar nichts. Muss erstmal nachladen. So, die Tussi mit dem Granatwerfer. Die, oh Mann, die ist noch immer nicht down. Das gibt's ja nicht. So, greifen wir nochmal den netten Herrn hier an. Ne, nicht getroffen. War ja klar. The door unlocks. Your escape route is clear. Ja, dann nix wie hin, würde ich vorschlagen. Unser Elementar hat uns wertvolle Zeit gekauft. Und zumindest Yuna kann hier schon mal flüchten. Naja, oder flüchten nicht. So, nix wie weg hier. Die ist schnell. Und Dietrich ist sowieso auch schnell. Das Problem ist nur, wenn die Drohne jetzt auf Yuna feuert, dann könnte sie ein ernsthaftes Problem haben. Ja, hat sie auch. Gut, dass wir noch ein Trauma-Kit haben, glaube ich. Okay, wurde eh geheilt. Sehr gut. Ist jetzt das Trauma-Kit? Ja. So, hier haben wir noch einen Security Guard. So, Glory, wie weit kannst du laufen? Stell dich hier mal vorne hin, bitte in die Tür. Und Dietrich ebenfalls vor Yuna. Und dann versuch nochmal bitte... Achso, die Drohne, auf die kann jetzt nicht mehr feuern. Super. Na dann machen wir doch den Guard weg. Nee, geht nicht. Nein, keine Granate. Ach du Scheiße. Und da kommen immer mehr und immer mehr. In was für ein Wespennetz sind wir denn da bitte getreten? Und Glück gehabt, dass er hier mit der Minigun, naja, nichts mehr machen konnte. Oder nicht getroffen hat, sagen wir es so. So, Yuna, du flüchtest mal. Da ist unser Escape, das heißt, du flüchtest so weit es geht weg, weil sie hat fast kein Leben mehr. Das ist das Problem, wenn man ein Decker spielt und auch Dietrich geht es nicht allzu gut. Also nix wie weg, hoffen wir, dass der gepanzerte Captain nicht so schnell hinterherkommt. Die Drohne feuert wahrscheinlich auf uns, was ein Problem sein könnte. Aber so, Yuna flüchtet schwer verletzt nach draußen. Sehr gut. Glory schafft es noch nicht in dieser Runde, aber da mache ich mir jetzt keine Gedanken drüber. Dietrich läuft ebenfalls raus. So, jetzt kommt der Gegner dran. Gut, sie kriegt nochmal einen Schuss von der Drohne ab, aber Glory ist stark genug gepanzert und jetzt nichts wie raus hier. Nice. Wir haben es geschafft. So, und an dieser Stelle mache ich den nächsten Break.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Shadowrun Dragonfall.